Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen bei timetodo.ch. Heute eine weitere Sendung aus dem wunderschönen Schloss Wartensee. Hier das Quantisana Gesundheitszentrum stellt wieder mal neue Informationen zur Verfügung. NADH haben Sie schon einmal gehört. Professor Birkmeier hat mit mir schon Sendungen gemacht. Aber immer noch kommen viele, viele Fragen zu dem Produkt. Was ist es? Wie wirkt es? Wie kann ich es einsetzen? Kann es jeder einsetzen? Wie viel darf ich nehmen? Es scheint nicht die Bedienungsanleitung zu sein, die die Fragen der Menschen beantwortet. Deswegen wollen wir zwei Dinge noch tun. Einmal, wir haben einen Beitrag, den Dr. Michael Vogt mit dem Professor Dr. Birkmeier aufgezeichnet hat in einer Querdenken-TV-Sendung. Diesen Beitrag haben wir bekommen und zeigen ihn jetzt im Anschluss. Nach dem Beitrag werde ich nochmal mit Dr. Döb kurze Erklärungen geben, wozu die einzelnen Produkte sind. Ich wünsche Ihnen schon mal viel Vergnügen im Beitrag mit Dr. Birkmeier und Michael Vogt. Zitat eines, der es in der Tat wissen müsste: Die Entdeckung der therapeutischen Wirkung von NADH ist meiner Meinung nach bedeutender für die Menschheit als die Entwicklung der Antibiotika. Eine Aussage, ein Zitat, das vom Nobelpreisträger der Medizin 1964, Sir John Eccles, im Mai 1990 gemacht wurde. Jetzt mag es nicht verwundern, wenn ihr von dieser Substanz, dieser, wie man es nennen will, ganz egal, noch nie etwas gehört habt, denn genau das ist Gegenstand des folgenden Gespräches. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen zum Querdenken-Kongress. Lieber George, wenn man dieses Zitat sich vor Augen hält, ist das ja erstmal eine wirklich starke Aussage. Und du müsstest uns jetzt als Experte erklären, um was geht es denn dabei? Und dann natürlich auch erklären, warum man wirklich hergehen kann und sagen kann, das ist für die menschheitliche und die menschliche Entwicklung bedeutsamer als die Entwicklung und die Entdeckung der Antibiotika. Also NADH ist für Laien der biologische Wasserstoff und der reagiert mit dem Sauerstoff in jeder Zelle und macht Energie. Das ist die Botschaft, die zentrale Botschaft. Und wir haben NADH in jeder Zelle, in jedem Gewebe, in jedem Organ. Die höchste Konzentration finden wir im Herz. Du kannst leicht ausrechnen, wie oft das Herz am Tag schlägt. 85.000 Mal schlägt das Herz. Das heißt, das Herz braucht die meiste Energie. Und was du wahrscheinlich weißt, ein Drittel der Gesamtenergie, die wir im Körper produzieren, wird vom Hirn verbraucht. Nur manche Menschen... Also nicht bei allen. Wollte ich gerade sagen. Ja. Manche brauchen deutlich weniger. Ja. Ich zähle die Gruppe der BP dazu. Das ist die Abkürzung nicht für British Petrol, sondern für Banker und Politiker. Ja. Aber die bräuchten natürlich sehr, sehr viel NADH. Aber um die Geschichte kurz zu machen, also NADH ist der biologische Wasserstoff, kommt in allen Organen vor. Wir produzieren NADH im Körper. Wir nehmen Nahrungsmittel oder Lebensmittel auf und aus denen wird über Glucose, Lipide NADH gemacht. Und wie alles mit zunehmendem Alter, diese Produktion nimmt ab. Und wie haben wir die therapeutische Wirkung entdeckt? Mein Vater war der Entdecker der klassischen Madopar-Therapie beim Parkinson, also bei den Leuten, die so zittern. Das war im Jahre 61. Und dann hat er viele Patienten gehabt aus dem Ausland, im Inland. Er war sogar bei Mao Zedong eingeladen, um ihn zu behandeln, etc. Und er hat sehr viele Patienten auch aus Amerika gehabt. Und die Amerikaner, die haben eine unheimlich gute Logik. Die rechnen, wenn die sagen, eine Tablette ist gut, dann sind 10 Tabletten 10-mal so gut. Das ist so. Und daher kamen die mit enormen Nebenwirkungen, mit dem sogenannten Freezing-Phänomen. Das heißt, die waren gefroren, die haben nicht einmal mehr gezittert, die konnten nicht gehen. Und dann hat... Ja, es gibt viele, die auch ohne Parkinson nicht gehen können. Aber dann hat mein Vater zu mir gesagt, Giorgi, ich habe dein Biochemiestudium finanziert, auf Wienerisch, lass dir was einfallen. Ja. Na, der Giorgi hat sich was einfallen lassen, hat geschaut, wie Madopar im Körper entsteht und lustigerweise braucht das NADH. Das heißt, NADH ist das Coenzym zur Produktion von
L-Dopa. Und ich hatte eines der größten Labors in Wien, medizinischen Labors, und hatte das natürlich für die Bluttests in jedem Fach und habe ihm eine Ampulle gegeben. Und er, mutig wie er war, hat die infundiert einem Parkinson-Patienten, der kaum gehen konnte mit diesen typischen Trippelschritten. Und nach einer Stunde ist er aufgestanden und gesprungen. Dieses Video ist im Internet und im YouTube 100.000 Mal angesehen. Ja, und dann hat er also Infusionen gegeben, sehr erfolgreich, die waren alle gut. Und dann sagt er zu mir, du, aber jetzt musst du mir eine Tablette machen. Ja, sage ich, gut, machen wir. Nehmen wir den Milchzucker, den häufigsten Füllstoff, mischen den mit NADH und machen Tabletten. Und nach 4 Wochen kontrollieren wir, war kein NADH mehr drinnen. Lange Rede, kurzer Sinn, es hat uns mehr als 4 Jahre extreme Forschungsarbeit gekostet, dass wir das NADH stabilisieren konnten. Also NADH ist als biologischer Wasserstoff sehr instabil. Wenn du da das Pulver hinlegst, ist es nächste Woche schon oxidiert und nicht mehr wirksam. Und das ist uns gelungen, dafür haben wir auch Patente bekommen. Und er hat dann diese Tabletten verglichen mit den Infusionen. Und das war deckungsgleich, er hat über 1.000 Patienten verglichen und über 90% der Patienten haben eine Verbesserung erreicht, die angehalten hat, solange sie die Tabletten oder die Infusionen bekommen haben. Wenn wir das jetzt, du hast das beim Beispiel Parkinson angesprochen, wenn man sich das vor Augen hält, dann heißt das ja, dass man an und für sich hätte bei einem Parkinson-Patienten testen können, dass dieses NADH im Organismus fehlt. Oder wie muss man sich das vorstellen, wenn man durch die intravenöse Gabe das Problem jetzt löst, dass man also diesen Tremolus wegbekommt, er ganz normal laufen kann, springen, wie du so schön gesagt hast, dann hätte man vorher testen können, dass da dem Patienten letztendlich irgendetwas fehlt? Ja, es fehlt ihm nicht das NADH, vielleicht fehlt ihm auch, aber das haben wir nicht gemessen, aber es fehlt ihm das L-Dopa. Das wird von einer ganz kleinen Substanz im Hirn produziert, der sogenannten Substantia nigra. Und die ersten Symptome treten auf, wenn die Hälfte dieses Organ schon zerfallen ist. Und man kann das nur schützen, indem man NADH zuführt, ja, und dieses Organ schützt, dass es nicht weiter degeneriert. Das ist das Prinzip. Und mein Vater war ja ein brillanter Diagnostiker und der hat sofort gesehen, bei Parkinson, die meisten haben eine Depression. Und er hat gesagt, Depression ist ein Energiedefizit im Hirn, was jetzt in der Zwischenzeit bewiesen ist. Und wenn er denen ein NADH gibt als Energiesubstitut, dann sind die depressiven Symptome verschwunden. Und er ist dann noch eine Stufe weitergegangen und gesagt, auch bei Parkinson langjährig kommt es zu einer kognitiven Störung, das heißt Hirnleistungsstörung. Und wir haben dann mit der FDA eine genehmigte Studie gemacht bei Alzheimer-Patienten und haben gesehen, dass nach 6 Monaten kommt es zu einer Verbesserung der Symptome. Das ist die erste und bisher einzige Substanz, die zu einer Verbesserung der Alzheimer-Demenz führt. Warum? Weil es dem Hirn Energie gibt. Beim Alzheimer ist ja das Hirn nicht tot, sondern dieses Cortex, also die Hirnrinde, mit der wir denken, die ist energieschwach und macht nicht mehr alle Komponenten, die wir zum Reden, zum Sprechen und so weiter brauchen. Und diese Ergebnisse sind auch in wissenschaftlichen Zeitungen publiziert worden, etc. Und jetzt wirst du fragen, was macht das bei normalen Menschen? Nee, das frage ich gleich. Aber eine Frage vorher noch. Bei dem Alzheimer, den du angesprochen hast, stoppt es den Prozess oder gibt es da sogar eine Chance, ihn ein Stück weit reversibel zu machen? Ganz richtig, stimmt dazu, nicht nur stückweise, sondern komplett. Wir haben diese Studie, die in Amerika und auch in Europa gemacht wird, mit 10 Milligramm NADH. Heute wissen wir, dass das viel zu wenig ist. Ich habe vor einem Jahr einen Brief von einer Ärztin bekommen, ihre Mutter hat Alzheimer entwickelt, konnte nicht mehr reden, konnte nicht mehr gehen. Und ich habe da eine Broschüre geschrieben, wo ich schreibe, nach 4 Wochen 80 Milligramm NADH sollten Sie eine Verbesserung spüren. Und sie schreibt mir zurück, beziehungsweise ihre Mann, und man glaubt es nicht, es ist wie ein Wunder. 4 Wochen und einem Tag fängt meine Frau wieder zu sprechen an, nach einer Woche vernünftige Sätze, und sie kann wieder gehen und sie kann sich mit uns normal unterhalten. Und das hält jetzt an. Das heißt, das, was du gesagt hast, wir können das reparieren und auf dem reparierten Niveau halten. Das
Ich verdiene nicht den Applaus, die Substanz verdient den Applaus. Und ich muss erwähnen, dass wenn die erste Infusion bei meinem Vater nicht genützt hätte, hätte er gesagt, auf Wienerisch, das ist ein Dreck. Also mit Hilfe vom Ahler oder vom Jaffe, wie immer wir den Obrigen da nennen, ja, der Einstein hat gesagt, der Alte würfelt nicht. Also der hat uns das Glück gegeben. Das heißt, wir müssen dankbar und demütig sein, dass er uns da geholfen hat. Die Nachhaltigkeit, die sich du gerade angesprochen hast, bei einer, ob das jetzt Alzheimer oder Parkinson, musst du aufgrund des Alters dann kontinuierlich, also du sagst ja, dass je älter man wird, desto eher ist das insgesamt ein Problem, was die Produktion im Organismus betrifft, muss ich dann kontinuierlich Gaben geben oder erreiche ich einen bestimmten Status und dann ist alles gut oder braucht es den Nachschub ständig? Immer. Nachschub, gerade bei älteren Leuten. Ja. Aber weil du sagst, ob nur die älteren Leute den Nachschub brauchen. Wir haben dann diskutiert, mein Vater und ich haben gesagt, Alzheimer, Parkinson sind alte Menschen. Wie ist das denn am anderen Ende des Spektrums? Athleten. Und wir haben mit der Universität Freiburg eine Studie gemacht bei Olympiathleten. Die haben also einen Monat lang NADH bekommen und dann wurde der Energiespeicher, das ATP, gemessen. Und zwar nicht im Blut, sondern in den Muskeln. Und die hatten 15% mehr ATP und haben eine Leistungssteigerung enorm. Wir haben 5 Olympiasieger und wir haben eine Bestätigung vom IEC, dass das kein Doping ist. Und ich wollte gerade fragen, ja. Es ist kein Doping, wir haben die Bestätigung. Und ich sage immer, wir sind alle zwischen Olympiathleten und Alzheimer. Du bist mehr bei den Olympiathleten, ich bin schon mehr bei den Alzheimer, aber wir können alle davon profitieren. Wenn, das war die Frage, die du schon quasi vorweggenommen hast, bevor ich es überhaupt gestellt habe. Also wenn wir jetzt nicht über die alten Personen, nehmen wir auch mal nicht die Olympiateilnehmer, sondern einfach den ganzen Normalmenschen in unterschiedlichen Alters. Also ob das jetzt Kindheit ist, ob das Jugend ist, ob das dann das normale Erwachsenenalter ist, ist das etwas, wo ich grundsätzlich meine Energiespeicher ein bisschen auf Vordermann kriegen kann? Ja, absolut, weil du die Jugendlichen erwähnt hast. Ja? Da fällt mir das größte Verbrechen an unserer Jugendlichkeit, das Ritalin, ein. Das ist Mord auf Verschreibung. Die Kinder und die Schüler werden gezwungen, von wem auch immer, Ritalin zu nehmen. Ja, das ist genauso schlimm wie Heroin und Kokain. Die Kinder werden süchtig. Wir haben über 100 Schüler und Studenten, die NADH nehmen, in der Früh eine Tablette. Und nach einem Monat rufen die Lehrer die Eltern an, was haben sie mit ihrem Kind gemacht? Die waren immer auf ungenügend oder genügend und jetzt sind sie sehr gut und ausgezeichnet. Also ich kann das nur den Leuten empfehlen, die Kinder oder Enkelkinder haben, nehmen sie das NADH. Das gibt jedem Menschen und auch den Kindern Energie. Und wenn die schulischen Leistungen und die athletischen Leistungen besser sind, dann ist jeder zufrieden, der eine und der andere. Du sprichst Ritalin an, was ja in, ich sag mal, explosionsartigen Dosen, wenn wir jetzt die letzten 20, 30 Jahre und die Entwicklung ansehen, ist das ja, hat das ja mal sehr klein angefangen. Inzwischen kriegst du das ja von Kindergärtnerinnen, von Volksschullehrerinnen und Lehrern und so weiter in der Schule dann anempfohlen als eine ganz normale medizinische Behandlung, wenn das Kind unruhig ist, wenn es sich nicht konzentrieren kann und all diesen ganzen Schuldinge, die da passieren. Das wäre also ein komplettes Abschaffen dieser, dieses medikamentösen Großangriffs auf unsere Schüler und unsere Kinder, indem man das alles ersetzen könnte. Und das Ergebnis ist dann nicht eine Zombieisierung, sondern einfach ganz normale Kinder, die ihre Aktivitäten, ihre Energie haben, die sie für die Schule brauchen. Und dann auch mit besseren Ergebnissen umlaufen. Ja, absolut. Aber das Problem mit Ritalin wird ja von der Pharmaindustrie mit massiven Werbemaßnahmen gefördert und es werden viele gezwungen, die Direktoren und die Lehrer zwingen, die Eltern den Kindern Ritalin zu geben. Und die, die es nicht brauchen, lassen sich es verschreiben und verkaufen sie das unter der Hand ihren Kollegen. Das heißt, es ist ein derartiger Missbrauch. Ich bin gerne bereit, eine Studie
zu lancieren, wo wir vergleichen Ritalin und NADH. Und wir sind dabei, in Deutschland einige Ärzte dafür zu gewinnen. Nur die meisten stehen so unter dem Druck der Pharmaindustrie. Und da fällt mir zum Beispiel auch Cholesterin ein. Ich habe vor drei, vier Jahren in Amerika einen Vortrag gehalten und habe gesagt, wenn Ihnen ein Arzt Cholesterinsenker aufschreibt, gehen Sie zum Anwalt und sagen, er will Sie kastrieren, weil Cholesterin ist die Ursubstanz unserer Sexualhormone. Wenn Sie Cholesterin senken, dann wird er impotent. Und das ist das, was ich bei vielen Patienten gesehen habe, die mir dann heimlich sagen, du, es geht nicht mehr so, wie es sein soll. Ja. Und das wird mit NADH auch besser? Ja. So. Das gibt mir ein neues Stichwort. Wir mussten ja für die Studien, für die Gesundheitsbehörden alle Untersuchungen machen, also Pharmakologie, Toxikologie, Sicherheitsdaten. Und wir haben eine Studie gemacht, wo du 50 Tabletten pro Tag 6 Monate nehmen kannst. Und die einzige Nebenwirkung, die haben wir in England gemacht und gesagt, dass die Männer amorös nicer, also dass sie eine gesteigerte Libido hat. Und mit der Nebenwirkung kann zumindest ich leben. Es kam zumindest jetzt kein Widerspruch aus der ersten Reihe. Du hast das Stichwort Nebenwirkung. Das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben als einen Punkt, den wir ansprechen müssen, wenn man über, ich sag mal, medikamentöse Gaben, wie auch immer, ich habe ein bisschen das Problem, hier wirklich von einem Medikament in dem Sinne zu reden, weil es wohl was ganz anderes ist als ein Medikament im klassischen Sinne. Aber wie auch immer stellt sich natürlich immer die Frage, Überdosierung, Nebenwirkungen, Interaktionen, was kann man da in dem Fall sagen? Das sind die zwei wichtigsten Fragen. Ja. Irgendwelche Nebenwirkungen oder Interaktionen mit anderen Medikamenten. Weil, wie du weißt, die Amerikaner, 90% sind auf Medikamenten, Antidepressiva etc. Wir mussten bei den ganzen Studien die Nebenwirkungen dokumentieren. Null. Keine Nebenwirkungen. Weil für mich das viel stärkere Argument ist, dass wir in Amerika über 900 Zuschriften bekommen haben, dass es eine wunderbare Substanz ist und es ist kein Medikament, noch kein Medikament. Es ist derzeit ein Nahrungsergänzungsmittel, ja, ein Vitaminpräparat. Aber wir sind bei der Entwicklung von NADH als Alzheimer-Medikament in der letzten Phase vor der Registrierung. Das heißt, wir müssen noch eine Multizenterstudie machen und dann reichen wir ein und ersuchen um Zulassung. Aber eine Studie fällt mir noch ein, wenn du sagst, gesunde Menschen. Wir haben an der Cornell-Universität in New York gesunde 30- bis 50-jährige junge Menschen 24 Stunden nicht schlafen lassen. Die eine Gruppe hat eine NADH bekommen und die andere hat eine Zuckertablette bekommen. Und die wurden getauscht, also alles ganz korrekt. Und da hat sich gezeigt, wenn du 24 Stunden nicht schläfst, ist deine Hirnleistung so viel bei 1,5 Promille Alkohol. Wenn du NADH nimmst, bist du nicht nur besser wie einer durchschlafenen Nacht und besser als Placebo, du bist 3-mal besser wie nach einer durchschlafenen Nacht. Ich will damit nicht sagen, dass Sie alle nicht schlafen sollten, sondern wenn Sie ein Schlafdefizit haben, ist NADH wirklich das Mittel der Wahl und absolut sicher. Wenn Sie 50 Tabletten pro Tag ein halbes Jahr nehmen können und nur eine gewisse Libidosteigerung als Nebenwirkung haben. Ja, dann brauchst du nicht mehr zu schlafen. Hast ja. Also eine Überdosierungsgefahr gibt es in dem Sinne auch nicht? Nein. Scheidet der Organismus, wenn es wirklich zu viel wäre, Frage, gibt es das überhaupt bei NADH, scheidet der Organismus das dann ganz normal aus? Er scheidet es nicht aus. NADH wird oxidiert zu NAD+, zum oxidierten NADH. Und dieses NAD+ spielt eine ganz entscheidende Rolle gegen das Altern. Ja? Es gibt nämlich Enzyme, die unsere DNA verkürzen, die Telomerase, ja, und die wird durch NAD+, durch die oxidierte Form von NADH, unterstützt. Ja? Und NAD+, die oxidierte Form, geht aber nicht in die Zelle hinein. Nur NADH geht in die Zelle hinein und macht dort Energie und macht eben auch das nachgewiesenermaßen eine Verlängerung der Lebenszeit von Herzzellen oder von Leberzellen. Also NADH wirkt in jedem Organ. Der eine braucht es im Hirn, der andere braucht es im Herz, in der Niere, in der Leber. Wir haben also einige Diabetiker, die von ihren Medikamenten wegkommen. Ich habe von der Uniklinik in Wien von 5 Patienten befunden, sie brauchen keine Medikamente mehr, weil der 2-mal 2 Tabletten NADH nimmt.
Aber noch einmal zur Wiederholung, es ist derzeit Nahrungsergänzungsmittel, es ist ein Vitaminpräparat und es zeigt keine Wechselwirkung mit irgendwelchen Medikamenten. Das war deine zweite Frage. Ja. Wenn wir in einem, also du sagst, ihr steht kurz davor, im Bereich der Demenzerkrankung wirklich als Medikament zugelassen zu werden, dann wäre das auch zum jetzigen Zeitpunkt, unabhängig, ob das als Medikament zugelassen wird, ja eine absolute Revolution, denn diese Erkrankungen, sowohl das Alzheimer wie auch Parkinson, gelten ja schulmedizinisch als im Prinzip unheilbare Endstationssituationen, die vielleicht verlangsamt, aber im Zweifelsfalle zu eben den Dingen führen, wie wir sie bei Alzheimer kennen, ohne dass da was repariert werden kann. Das stellt die Schulmedizin in diesem Punkt komplett auf den Kopf. Das würde. Konjunktiv. Weil du kannst dir vorstellen, dass die Pharmaindustrie nicht sehr begeistert ist. Die machen mit dem Alzheimer-Medikament Aricept, das überhaupt nicht wirkt und wo sie selber im Jahresbericht schreiben, wirkt bei einem Drittel der Patienten nicht und verzögert, wenn überhaupt, nur die Verschlechterung, machen die 15 Milliarden Dollar. Das heißt, wenn du mit einer Substanz kommst, die wirkt, verlieren die 15 Milliarden Dollar. Und Amerika verschwendet, sage ich pointiert, verschwendet 100 Milliarden Dollar zur Betreuung von Alzheimer-Patienten. Das ist nicht nur Medikamente, das sind Nursing Home, das sind Pflegepersonal etc. Wenn man das in 10% der Patienten um ein Jahr verzögern könnte, würde man 10 Milliarden sparen. Und wir haben auch Studien geplant, um die Prävention von Alzheimer zu messen mit NADH. Das ist einfach, man nimmt 60- bis 65-Jährige, da weiß man, die Inzidenz, also die Anfallshäufigkeit von Alzheimer ist 5%. Wenn ich die 5 Jahre mit NADH fütter, eine Gruppe und die andere nicht, und ich sehe, bei der NADH gefütterten Gruppe sind nur 1% Alzheimer geworden, dann ist das ein klarer Beweis, ein wissenschaftlicher Beweis, dass NADH hilft. Und zurück zu deinem ersten Statement. Wir haben im Jahre 1990 zum 80. Geburtstag meines Vaters eine Konferenz gemacht und da war eben auch der Sir John Eccles eingeladen und ich habe meinen Vortrag gehalten und er hat gesagt, unbegreiflich, das ist die Entdeckung der letzten 50 Jahre. Und er hat nicht nur gesagt Antibiotika, sondern auch zum Beispiel Cortison. Was macht NADH noch? NADH stimuliert Adrenalin, stimuliert Nitroxid. Und Nitroxid ist ein Neurotransmitter, der von den Zellen sezerniert wird, also ausgeschieden wird. Und je mehr Nitroxid eine Zelle ausscheidet, desto weniger Bakterien und Viren können an die Zellen dran. Und das hat der Sir John Eccles vor 25 Jahren klar erkannt. Wir haben ja in der heutigen Gesellschaft und in sehr, sehr vielen Unternehmen eine wachsende Anzahl von Menschen, die einfach mit dem ganzen Druck, mit den Belastungen, auch mit dem Psychoterror, der zum Teil in den Unternehmen stattfindet, nicht mehr klarkommen. Und wir haben ein gigantisches Burnout-Thema. Ist das auch etwas, wo ich zumindest mich mit schützen kann, dass ich nicht in die Gefahr laufe, da ja letztendlich den kompletten energetischen Zusammenbruch zu bekommen? Ja, absolut. Du hast das Burnout ist ausgebrannt. Die haben keine Energie mehr, die haben kein ATP und die haben auch kein NADH. Und interessanterweise, die Menschen mit Burnout klagen über Schlaflosigkeit. Und der erste Beneficial Effekt, also die erste positive Wirkung ist, wenn Sie NADH nehmen, schlafen Sie wieder besser. Und der Schlaf ist für den Menschen ganz entscheidend. Das ist die Regenerationsphase, nicht vom Hirn etc. Also ich kann das den Leuten nur empfehlen und wir haben viele Manager, die begeistert sind. Nicht? Aber wir leben in einer Zeit, wo wir überfordert werden. Nicht die ganze Nachrichtenflut. Ja? Wir können das ja alles nicht mehr speichern. Daher vergessen wir die Unwichtigen. Aber mit dem NADH, und ich merke das selber bei mir, und wir können das auch testen, wir können die Wirkung vom NADH nach 15 Minuten durch verschiedene medizinisch-technische Geräte, zum Beispiel den Pupillograph messen. Der Pupillograph ist ein Gerät, der misst die Müdigkeit der Pupille. Das ist von einer deutschen großen Technologiefirma entwickelt worden und wird schon in der Verkehrskontrolle eingesetzt. Und wir haben gesehen, wenn also nach 5 Stunden oder 10 Stunden Autofahrt müde bist, geht die Pupille so. Dann nimmst du 2 NADH und nach 15 Minuten geht das so. Also
Das ist das einzige Vitaminpräparat, wo du nach 15 Minuten eine Wirkung misst. Es gibt nur eine andere Substanz, die noch schneller wirkt, Zyankali. Das ist aber nicht ganz so gesund, ne? Hat ein bisschen Nebenwirkungen. Ist ein Dreck, würde dein Vater sagen. Das kann man nicht unbedingt weiterempfehlen. Anfangen mit einer, wir reden ja im Augenblick von dem Thema Nahrungsergänzungsmittel, mit einer kontinuierlichen Nutzung, kann man dann im Grunde genommen im Schulalter schon, sodass, ich meine, wir sind uns darüber im Klaren, dass die Selbstverantwortung des Menschen damit nicht ausgehebelt wird, aber die Dinge, die wir heute in dieser schnelllebigen und von Druck besessenen, überinformierten Gesellschaft auf jeden von uns lasten, da einfach mal so den einen gewissen einfach körperlichen Schutz aufzubauen, ist ja etwas, was im Grunde genommen schon sehr früh sehr sinnvoll beginnen sollte. Völlig richtig. Ich meine, die Kinder und die Schüler und die Studenten sind unter einem viel größeren Druck wie unsere Generation. Und du weißt wahrscheinlich, dass die höchste Selbstmordrate in Japan bei Schülern sind. Ja? Und wenn man denen schon gibt, eine Tablette oder zwei, also ich empfehle einen in der Früh am Schulweg und eine dann nach dem Mittagessen beim Aufgaben machen, dann haben die einfach mehr Energie und haben mehr Leistung und sind dem Druck besser gewachsen, dem täglichen Stress. Wenn man das kontinuierlich macht, stellt sich natürlich jetzt für den Zuschauer automatisch die Frage, da die Kassen das ja, solange das nicht als offizielles Medikament anerkannt ist und zugelassen ist, nicht erstatten, über welche Kosten reden wir denn da? Was muss ich denn in einem solchen Fall investieren? Sind das Dinge, die wirklich für jeden erschwinglich sind, in der Form, wie sie empfohlenerweise zum Schutz des Organismus angewendet werden können? Oder ist das nur was für die Reichen? Also eine Tablette kostet für den Normalsterblichen 1 Euro. Wenn er 2 Tabletten braucht, sind das 2 Euro. Das kostet, also ist 50% von einem Kaffee. Und ich weiß nicht, ob ich mir vor diesem großen Auditorium eine Anmerkung erlauben darf, aber die Frage der Zweiklassenmedizin steht im Raum, die hast du angesprochen. Es wird von den Kassen noch nicht bezahlt, obwohl interessanterweise einige Kassenangehörige, die vom Arzt ein Rezept kriegen, kriegen das von der Kasse refundiert. Aber wir haben ein sogenanntes Sozialprogramm. Es gibt Leute, die sich es wirklich nicht leisten können. Und wir sagen, also wir brauchen einen Einkommensnachweis, der unter 900 Euro pro Monat liegt. Und einen medizinischen Befund, ob er es wirklich braucht. Und wenn er nach 3 Monaten, kriegt er 3 Monate das Präparat kostenlos unter der Bedingung, dass er nach 3 Monaten wieder einen medizinischen Bericht bringt. Wenn ich das jetzt so gesagt habe, fürchte ich fast, dass meine E-Mail-Accounts dann überfüllt werden. Aber ich stehe zu dem, weil es muss für alle verfügbar sein, für alle Menschen. Ja. Und es ist ja vor dem Hintergrund der Größenordnung, deswegen habe ich danach gefragt, vor dem Hintergrund der Größenordnung eine Sache, die man für die eigene Stabilität und Immunabwehrkraft und so weiter durchaus investieren kann, ohne deswegen gleich, ich sag mal, in wirtschaftliche Schwierigkeiten zu geraten. Das ist ja überschaubar. Also ich frage viele Patienten, die jammern, sie haben kein Geld, rauchen sie? Und wenn die sagen ja, sage ich, tut mir leid, dann erfüllen sie nicht die Kriterien. Weil wenn er am Rauchen spart, dann hilft er seiner Gesundheit und Rauchen ist ein extrem hoher Risikofaktor bei Lungenkrebs und die Kosten will ich gar nicht erwähnen. Aber ich sage zu meinen Studenten immer, die gescheiten Leute, also die dummen Leute, wenn sie in den Regen gehen, werden nass. Die Gescheiten spannen einen Schirm auf und NADH ist ein Schirm, um sie zu schützen. Ich habe dir noch mein neuestes Werk mitgebracht. Da ist alles zusammengefasst und da ist für deine morgige Show 10 Tabletten kannst alles du locker nehmen. Ich danke dir. Ein
Es ist immer wieder schön und mich freut das ganz besonders, dass das im Rahmen solcher Sendungen, solcher Gespräche einfach möglich ist. Es ist für mich immer ein Lernen, dass es ganz offensichtlich so querköpfige und eigensinnige Wissenschaftler gibt und Forscher gibt, die an die Wurzel gehen, an die Themen gehen, in ganz vielen Bereichen, hier jetzt im Bereich Gesundheit, und zu Ergebnissen kommen, mit denen man mit einer sehr viel höheren Effizienz, mit einer ganz anderen Nachhaltigkeit und mit einer ganz anderen Wirtschaftlichkeit, das ist auch noch ganz entscheidend, für ein wirkliches Gesundheitswesen Dinge auf die Bahn gebracht hat. Und das, was dann so bemerkenswert ist, dass es so ein Kampf bleibt, diese Dinge und solche Lösungen dann auch wirklich in die Allgemeinheit reinzutragen. Wir sind ja hier im Vorfeld dieser Veranstaltung wegen allen möglichen esoterischen und Scharlatanerie-Produkten und angegriffen worden, ohne dass irgendjemand gewusst hätte, worüber beispielsweise du redest. Das stand ja nirgendwo auf der Agenda, wie auch immer. Aber es ist einfach schön, dass es solche Wissenschaftler, wie es dein Vater gewesen ist, wie du es bist, gibt. Und ich sage dir ein ganz herzliches Dankeschön, viel Erfolg, auch im Namen, wenn man sich überlegt, was da im Bereich von Parkinson und insbesondere im Bereich Alzheimer für Lebensqualität, da geht es ja nicht um das Geld, es geht um die Lebensqualität im Alter, was da erreicht werden kann, wenn ich das zurückschrauben kann, das ist gigantisch. Ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ja. Aber ich bin nur eine Einzelperson, aber du hast eine Anhängerschaft von mehr wie 2000 Leuten, und dass du das vor wie vielen Jahren in Szene gesetzt hast, ist viel, viel wichtiger für die Menschheit wie eine Stellungnahme Beides. Von mir. Und ich sage dir noch ein Sprichwort: Wer zu den Quellen will, muss gegen den Strom schwimmen. Danke dir. Danke dir auch. Liebe Zuschauer, wir blenden die Internetadresse www.birkmeier-nadh.com ein. Und nachdem ich es gerade bekommen habe, will ich natürlich auch auf die Publikation von George Birkmeier hinweisen. NADH, der biologische Wasserstoff, das Geheimnis unserer Lebensenergie, mit einem Vorwort von Dr. Fürstin von Schwarzenberg. Eine Publikation, die ich natürlich noch nicht kenne, aber die ich jetzt einfach mal auch ungelesen und ungeöffnet empfehle. Ihr habt gehört, was hier möglich ist. Geht auf die Internetseite und macht von dem Angebot, das ihr gerade gehört habt, einfach Gebrauch. Nutzt es, macht euren medizinischen Bericht, und dann ist das allemal das Geld wert, von dem wir hier gesprochen haben. In diesem Sinne, wie immer, ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Danke. So, liebe Zuschauer, das war der Beitrag mit dem Professor Birkmeier zum Thema NADH. Wir gehen kurz in die Werbung, sehen uns gleich wieder mit Dr. Manfred Döb. Dankeschön, bis. TimeToDoShop.ch. Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.timetodoshop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestellhotline. So, liebe Zuschauer, Werbung ist rum. Ich begrüße bei mir hier im Quantisana Gesundheitszentrum Dr. Manfred Döb. Vor uns stehen die Produkte, die wir eben in der Sendung alle gehört haben. Jetzt wollen wir einfach nochmal definieren. Jetzt ist leider ein Missgeschick passiert, und zwar, ich war zu langsam da. Schneller hat die Quantisana eigentlich das Produkt verkauft, was am meisten nachgefragt ist, Rapid Energy. Das, was Sie eben gesehen haben, sieht so aus wie das Weiße hier, nur in Rot. Manfred, Rapid Energy, Rapid sagt eigentlich der Name schon, schnell Energie. Für welche Zielgruppe wäre das Produkt am besten geeignet und wie soll man es verwenden?
Ja, wenn ich als Pharmakologe den Leuten etwas geben möchte, was eventuell im Magen über die Magensäure zerstört wird, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich tue es in eine Verpackung, also eine Hülle, die von der Magensäure nicht geknackt werden kann. Dann geht das Produkt durch den Magen durch in den Dünndarm und dort im basischen Milieu löst es sich dann. Das ist dieses Mittel, das Weiße. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit, nämlich ich tue es unter die Zunge hinter die Unterlippen. Ah, entweder unter die Zunge, hinter die Zähne oder vor den Zähnen, Unterlippe zwischen Kiefer und Unterlippe hinein. Genau, dann geht es natürlich sowieso nicht in den Magen oder durch den Magen, sondern es wird hier schon von der Mundschleimhaut gelöst und aufgenommen und vom Lymphversorgungssystem des Mundbodens und der Zunge abtransportiert. Das ist die einfachste aller Möglichkeiten, ein Mittel zuzuführen. Das tun wir ja auch öfters, wenn ein Patient sich eine Ampulle nicht spritzen will. Sagen wir ihm, öffne die Ampulle, tu den Inhalt hinter die Unterlippe und warte 10 Minuten, dann ist es resorbiert, ist es im Blut und ich muss es nicht spritzen. Aha. Also Rapid nutzt diese Möglichkeit, dass ich im Bereich des Mundbodens enorm resorptionsfähiges Schleimhautgewebe habe. Dieses NADH, haben wir ja gehört in dem Beitrag, ist ein sogenanntes Wasserstoff-Coenzym, was in unserem Körper anscheinend die Möglichkeit schafft, dass das Blut mehr Sauerstoff transportieren kann. Heißt Sauerstoff gleich fit sein? Stimmt nicht so ganz, sondern der Wirkort ist der Zitronensäurezyklus. Okay. Auch Krebszyklus genannt nach dem amerikanischen Arzt Krebs, hat mit der Krankheit Krebs nichts zu tun, nur falls das jemand liest. Zitronensäurezyklus gleich Krebszyklus ist der energieproduzierende Vorgang in den Mitochondrien. Unser altes Zellthema wieder. Ja, die Mitochondrien sind nun mal biochemisch das Wichtigste, was wir haben. Ja. Ohne die läuft gar nichts. Und wenn wir sie meinetwegen angreifen, Mitochondriopathie genannt, dann werden sie immer schwächer und ich gerate ins Burnout. Okay. Nach unseren Ergebnissen der häufigste Weg, wie ein Burnout entsteht, die autoaggressive Mitochondriopathie. Und das ist der Ort, wo das NADH angreift. Das wichtigste Coenzym des Körpers überhaupt. Im Zentrum des Zitronensäurezyklus bestehend und ohne NADH kann der Zyklus sich gar nicht drehen. Und wir alle haben leider einen Mangel an NADH, deshalb ist es ja auch so erfolgreich. Also ich habe Patienten... Deswegen ist das Rapid Energy nicht mehr da, weil es so gut verkauft wurde. Ich habe Patienten, die sagen, sie haben noch nie erlebt, dass ein Mittel nach 10 oder 20 Minuten sie energetisch aufgebaut hat, dass sie sich gefühlt haben wie ein neuer Mensch. Das ist die Wunderwirkung des Rapid Energy und deswegen ist es auch ausverkauft. Wir haben es nicht mehr, im Moment jedenfalls. Das ist ja so ein Mittel, das Weiße, also wie gesagt, wir haben das eben erklärt, in Rot, das was hier weiß ist, ist dann der Rapid Energy Rot. Jetzt ist das Weiße, das ist ja so eine Geschichte, permanent Energie oder konstant Energie. Ist da nur die Zusammensetzung dann anders, dass sich das über den ganzen Tag verteilt? Nein, die Zusammensetzung nur der Hülle. Das heißt, das Rapid Energy hat gar keine Hülle. Es ist das pure NADH, das hier aufgenommen wird. Dieses hier hat eine Kapsel, die magensaftresistent ist und damit wird es im Dünndarm langsam resorbiert. Langsam heißt konstant. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich nehme das nicht, ich habe immer das Rapid Energy dabei. Warum? Ich bin eigentlich fit und mit den ganzen Dingen, die Sie von mir schon wissen, können Sie sich das vorstellen, aber jetzt kommt es manchmal vor, dass ich mich überlaste.
schlafe zu wenig, weil ich zu lange gearbeitet habe. Nächsten Tag wieder früh raus, wieder auf die Autobahn. Nach 5 Stunden merke ich dann plötzlich, würde jetzt gerne noch 2 Stunden schlafen. Und da hilft mir das Rapid Energy. Das nehme ich dann, schwupp, bin ich wieder da. Aber ich weiß natürlich auch, dass ich mich nicht überlasten darf. Sich ständig mit zu wenig Schlaf und zu wenig Erholungsphasen und nur über solche Mittel mich hochholen. Das fällt dann unter Doping und das ist natürlich nicht sinnvoll. Das wollen wir auch nicht. Es wird den Körper überlasten und irgendwann wir wollen dann nicht einen normalen Energiestatus anheben für eine übertriebene Leistungsfähigkeit, sondern wir wollen ein Defizit ausgleichen. Sehr gut, genau. Da muss ich selber drauf achten, muss mich immer mal wieder packen. Auf die kommen wir am Schluss. Am wichtigsten für mich finde ich noch das Produkt. Warum dieses NADH Vision? Wir haben es auch eben im Beitrag gehört. Hier ist eine Produktkombination drin. Und zwar NADH und Arginin heißt es, glaube ich. L-Arginin, ja. L-Arginin. Was ist L-Arginin und wozu ist es gut? Ja, L-Arginin ist eine der essentiellen Aminosäuren, das heißt, die der Körper so wichtig benötigt wie Vitamine. Er kann L-Arginin nicht selber oder fast nicht selber herstellen, man muss es zuführen. Ein üblicher Mensch führt es sich zu über Fleisch oder Fisch, geht auch durchaus. Wenn ich aber einen Mangel an Arginin habe, merke ich das daran, dass ich kalte Hände, kalte Füße, ein kaltes Gehirn bekomme. Okay. Denn L-Arginin ist der Stoff im Körper, der die Blutgefäße erweitert. Aha, dass sie wieder beweglich sind, dass der Druck, verhärtete Blutgefäße erhöhen den Blutdruck, glaube ich. Das ist richtig, ja. Aber wir wollen ja nicht eine Arteriosklerose-Therapie unbedingt machen. Mhm. Also würden wir das behaupten, bekämen wir Gegenwind, ne? Obwohl es so ist. Sondern wir wollen, dass die Durchblutung, Vision der Augen, damit gleichzeitig des Gehirns, gleichzeitig von Herz, Nieren und sogar von einem Organ, das beim Mann nur einmal vorkommt, wir wollen die Durchblutung erhöhen. Aha. Was hat das? Hat es auch einen Einfluss auf die Dicke des Blutes? Weil ich oft höre, dass bei älteren Menschen, bei Männern ist es zum Beispiel so der Fall, wenn wir das ansprechen, das Blut zu dick wird und deswegen ein Grund auch ist, dass zum Beispiel eine Erektion nicht mehr so sein kann, wie sie soll. Das ist völlig richtig, ja. Und da wäre das eine Hilfe? Es ist eine Hilfe, wenngleich wir sollen es nicht erzwingen, gell? Das ist klar. Aber das Blut wird dünner, die Gefäße werden weiter, was viele, viele Vorteile hat, nicht nur Vision, wie der Name vermuten lässt, auf die Augen. Also die Makula, die Netzhaut, wird durch dieses Mittel verstärkt durchblutet und funktioniert damit besser. Also eine Vorbeugung für die Makuladegeneration. Ah, jetzt weiß ich auch, woher die Rückmeldungen kamen. Einige E-Mails haben bekommen, wo die Leute der Meinung waren, sie sehen plötzlich wieder besser. Richtig. Jetzt kann das natürlich, jetzt verstehe es ich das. Es wäre auch eine Alternative für die Blutverdünner im Bereich der Schulmedizin. Also Makoma, ein Rattengift, ich würde es nie nehmen, oder ähnliche Mittel als Blutverdünner, kann man damit reduzieren oder sogar ersetzen, wenn man etwas Ginkgo Biloba noch dazu nimmt, dann braucht man keinen chemischen Blutverdünner. Das hört sich aber jetzt sehr medizinisch an und da bitte ich auch die Zuschauer, wenn Sie sich da informieren wollen, wenden Sie sich ans Quantisana Gesundheitszentrum. Da sehen Sie, da ist Wissen vorhanden, wie man die Dinge richtig macht. Ein anderes Produkt, was da noch steht, ist das in Grün, NADH Atros steht da drauf und wenn ich Atros lese, fällt mir gleich diese Thematik ein, der Ablagerung in den Gelenken. Hat es damit was zu tun? Ja, das Wort Arthrose kennen wir alle. Wenn das Körper die Gelenke als Mülldepot verwendet und in die Knorpelschicht lauter Gifte und Schadstoffe einlagert, die Knorpel degenerieren, eventuell entzünden sie sich auch. Es gibt ja auch die aktivierte Arthrose, die ähnlich einer Arthritis ist. Und da helfen wir
mit diesem Mittel mit drei Stoffen, die naturheilkundlich schon lange bekannt sind dafür, den Knorpel aufzubauen. Mhm. Nämlich Chondroitinsulfat, Glucosaminsulfat und MSM gleich Methylsulfon-Methan. Okay. Denn Knorpel enthalten relativ viel Schwefel, ist nun mal so, und mit dem MSM führen wir ihnen Schwefel zu. Ein biologisch verwendbarer Schwefel. Also die Mittel sind da drin nicht unbedingt ungewöhnlich, aber in dieser Zusammensetzung mit dem NADH exzellent. Das heißt, wenn Zuschauer unter dieser Thematik Arthrose, wo ist der Unterschied zwischen Arthrose und Arthritis? Naja, das eine ist degenerativ, das andere entzündlich. Und die Entzündung ist ja dann meistens eine Autoaggression wiederum. Der Körper greift die Gelenkoberflächen an, denn es sind ja keine Bakterien, die dort tätig sind. Es ist eine keimfreie Entzündung. Und die können wir wunderbar damit behandeln. Also, Sie haben es gehört, liebe Zuschauer, das ganze Thema mit den Gelenken, Schmerzen, ob Arthritis oder Arthrose, auf jeden Fall da auch ein Weg aus dieser schmerzvollen Krankheit heraus. Wie gesagt, besser ist es immer im Vorfeld schon, weil eins weiß ich sicher, Menschen, die Arthritis oder Arthrose haben, haben zumindest zu wenig Wasser getrunken, sonst wäre das nämlich nicht vorgekommen. Und weshalb ich es auch so gerne nehme oder empfehle, diese drei genannten Zusatzstoffe außer dem NADH dort drin, haben auch eine Beziehung zum GC-MAF. GC-MAF ist der Stoff, der es den Fresszellen erlaubt, Krebszellen zu detektieren und dann natürlich aufzufressen. Okay. Das heißt, wenn ich Vitamin D3 nehme und dieses NADH-Arthros, aktiviere ich das GC-MAF-System, das ist ein körpereigener Vorgang, nichts Fremdes, und ermögliche es dem Körper, die ungefähr 10.000 pro Tag entstehenden Krebszellen auch alle aufzufressen. Und damit ist das Mittel für mein Gefühl eine krebsvorbeugende Methode. Ganz, ganz toll erklärt. Vielen Dank. Dem brauche ich nichts mehr hinzuzufügen, was Sie da hören. Und Sie wissen auch, liebe Zuschauer, die Statistik sagt es uns, Zuwächse bei all diesen schlimmen Erkrankungen sind manchmal sogar über die Jahre hinweg bis in den zweistelligen Prozentbereich hinein. Da können Sie entgegenwirken und Sie kennen das. Machen Sie vorher die Dinge, bevor erst die Krankheit Sie erwischt. Jetzt haben wir noch zwei andere Produkte. Im Unterschied zu denen, die Sie hier gesehen haben, sind die nicht zum Einnehmen, sondern die sind zum Auftragen. Jetzt haben wir da das eine, nennt sich NADH Dental und hier haben wir ein zweites, nennt sich NADH Skin. Sind beide, ich nehme das da mal raus, das ist so gut verpackt, dass das da gar nicht rausgehen will, schieben wir es nach oben, sind solche Fläschchen, die oben zu sind. NADH Dental klingt nach Zahnarzt. Was ist es, was muss ich damit machen? Es ist eigentlich nur das NADH, aber die NADH-Moleküle sind eingepackt in eine liposomale Hülle, in die Hülle eines Fetttröpfchens. Mhm. Dieses Fetttröpfchen kann man dann auch als Nanopartikel bezeichnen, wenn man möchte. Und wenn Stoffe alleine für sich langsam in Schleimhäute oder die Haut hineinwandern, dann wird die Wanderungsgeschwindigkeit und der Bestandteil, der einwandert, erheblich gesteigert durch Tröpfchen, die die Schleimhaut und die Haut kennt. Ah. Lipo, das benutzt ja auch die Kosmetikindustrie inzwischen. Eigentlich sämtliche Kosmetikfirmen verpacken ihre Wirkprodukte in Liposomen, in kleinste Fetttröpfchen, weil die Haut es gewöhnt ist, die hat ja als Oberfläche eine Fettschicht, es gewöhnt ist, Fetttröpfchen aufzunehmen. Und damit durchdringen diese NADH-Zubereitungen zum einen die Haut in Form des Skin, ja, gehen unter die Haut
und bauen dann die Haut von innen her auf, gegen Falten zum Beispiel, bei Hautverfärbungen, sogenannten Altersflecken, die ich natürlich nicht habe, denn ich bin ja nicht alt. Sensationell, ist so. Ich kenne Leute, die sind wesentlich jünger wie du, die haben ganz braune Flecken auf den Händen. Eben, die Haut von innen her wieder aufzubauen, und zwar besser, als es die riesigen Kosmetikfirmen können. Denn die haben ja, kennen ja NADH nicht, die wichtigste Substanz dafür. Also die Haut aufzubauen oder die Mundschleimhaut und die Zahnfleischschleimhaut zu regenerieren, damit sie sich wieder normalisiert. Also wenn die Zuschauer diese Problematik haben, entweder Entzündungen irgendwo am Zahnfleisch, am Kiefer, aber wie gesagt, auch da geht es immer darum, sowas muss eine Ursache haben, wo es herkommt. Damit kriegt man das natürlich weg, aber ich kann Ihnen nicht sagen, ob Sie damit die Ursache beseitigen, warum Ihr Kiefer sich entzündet oder Ihr Zahnfleisch. Also das heißt immer, zu einem guten Zahnarzt gehen, das wissen Sie. Ich kann nur sagen, nach meinen Kiefer-OPs, die Zuschauer haben das verfolgt, einmal mit den Implantaten, einmal vorher die Zähne, habe ich das jedes Mal drauf gemacht und mit erstaunlichen Ergebnissen, wie schnell Schleimhaut und das Zahnfleisch wieder nachgewachsen ist und wie toll es aussieht. Aber das hören Sie nochmal separat, wenn wir den Abschlussbericht machen über meine ganze Zahngeschichte, was dann der Zahnarzt Ihnen berichten kann dazu. Das Zweite, wie gesagt, Falten habe ich Gott sei Dank auch keine oder fast keine. Mich muss auch ehrlich sagen, mich stört es nicht, weil ich sage, irgendwann werde ich älter und so ein paar Falten, die machen mir den Kohl da nicht weg. Aber jeder Mensch ist anders und viele Frauen möchten halt ein faltenfreies Gesicht haben, weil die Männer anscheinend auf das reagieren. Da haben sie jetzt ein Produkt, wo die Natur dahinter steht und wie es eben der Dr. Döb erklärt hat, was es mit ihrem Gesicht macht und warum das Produkt auch wirksam ist. Und wenn ich dann mal übermüdet bin, mache ich mir das immer da auf die Augen und da und dann ziehen sich die Fältchen glatt. Sofort innerhalb 3 Minuten siehst du 10 Jahre jünger aus, nur wenn du das auf die Augen machst. Es sind tolle Geschichten und solange die Natur da der Vater des Gedankens ist und diese Stoffe, die in dem Produkt drin sind, unser Körper kennt und damit arbeiten kann. Das heißt dann, liebe Zuschauer, das sind Dinge, die für uns gut sind, das sind Dinge, die uns auch weiterbringen. Und ich glaube, das sind Dinge, die du auch empfehlen kannst. Ein Ding fiel mir gerade noch ein, die Firma Pfizer will eine Botox-Firma für 130 Milliarden Dollar kaufen. Das heißt, die Industrie erwartet, dass Botox ein Standard wird, dass alle Frauen sich Botox spritzen lassen. Botox, ein Gift, weiß jeder. Aber die Frauen sind so darauf aus, jünger auszusehen, dass sie das in Kauf nehmen. Wirklich, Botox ist vorgesehen von der Industrie als der Standard für jede ältere Frau. Da haben wir eine wunderbare Alternative. Ich würde auch gerade sagen, ja. Ich denke, ich möchte da niemanden in seine Entscheidung hineinsprechen. Aber lassen Sie sich vielleicht von der Intelligenz und der Natur leiten. Und dann, glaube ich, brauchen wir diese Frage nicht zu beantworten, was für Sie die bessere Entscheidung wäre. Vor allen Dingen, wer tut sich schon freiwillig giften den Körper? Also ich bestimmt nicht. Entscheiden Sie selbst, Sie haben alle Informationen zum Produkt NADH. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten oder das vorher ärztlich abklären, dann setzen Sie sich mit dem Quantisana Gesundheitszentrum in Rorschacher Berg in Verbindung. Dort erhalten Sie alle Informationen, die vielleicht diese Sendung Ihnen nicht vermitteln konnte. Ich bedanke mich, dass Sie heute Abend wieder da waren. Auch vielen Dank an Dr. Manfred Döb für die Informationen. Ihnen einen schönen Abend und eine wohltuende Nacht. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Swiss Harmony, Ihr Hausharmonisierer.